Hallo, heute gibt es von mir den MeTime-Tag und in dem Tag soll es darum gehen, dass ich euch zeige, was ich alles so mache, während ich mir Zeit für mich selbst nehme. Also wir alle haben ja so einen bestimmten Zeitpunkt in der Woche hoffentlich, bei dem wir einfach mal für uns sind und nur das machen, wozu wir Bock und Lust haben. Und das zeige ich euch. Die liebe Nilam hat nämlich den Tag gemacht und mich auch in dem Video getaggt. Wir hatten uns nämlich darüber unterhalten, dass ich fand, dass das eine voll schöne Idee ist, weil wir, glaube ich, alle so ein bisschen Zeit für uns brauchen. Und deshalb zelebrieren wir heute beispielhaft die MeTime. Was schaust du während der MeTime? Ich muss sagen, ich nehme mir dann wirklich sehr, sehr viel Zeit und gucke mir alle möglichen Sachen an. Ich mache auch mal den Fernseher an, der sonst nie an ist. Und dann schaue ich, was halt gerade kommt. Wenn auf RTL irgendwie ein Disney-Film oder so kommt, dann schaue ich ihn sehr gerne oder auf Vox einfach mal durchlaufen lassen, das perfekte Dinner oder Shopping Queen oder was auch immer. Ich gucke auch sehr gerne Reisedokumentationen auf den Sendern, die weiter hinten sind meistens. Oder was ich natürlich sehr gerne mache, ist YouTube-Videos gucken oder ich schaue eine Serie. Ich schaue immer gerne Sex and the City oder Gilmore Girls, aber was ich jetzt gerade im Moment sehe, ist so eine Reality-Show und die heißt Shards of Sunset und die verfolgt Iraner in L.A. Was trägst du während der MeTime? Ich habe es an. Und zwar, was heißt, es ist nicht das, aber das ziehe ich schon seit geraumer Zeit während der MeTime auf jeden Fall an. Aber es ist wie bei wahrscheinlich fast jedem nicht irgendein enges Cocktailkleid, sondern ganz kuschelige, weite Klamotten. Keine, also was ich ganz gerne mache, ist so dieses Oberteil ist hier so, so ein kuscheliger Oversize-Pullover und dann eine Leggings oder eine weite, ganz weite Baggy-Sweatpants, einfach so Jogginghose. Einfach nur gemütlich sein. Was sind deine MeTime-Beauty-Produkte? Während der MeTime benutze ich Produkte, die ein bisschen länger brauchen zum Einziehen, die dafür aber sehr reichhaltig sind und meine Haut sehr gut nähren. Was ich als allererstes mache, ist, ich benutze eine Haarkur. Entweder benutze ich meine Paul Mitchell, dieses Treatment, aber Puyi Wild Ginger Treatment. Oder was ich eigentlich in letzter Zeit sehr, sehr gerne mache, ist, ich benutze Kokosöl. Das ist jetzt hier von Alnatura, aber es ist im Prinzip egal. Kokosöl und das gebe ich auf meine Haare ein bisschen nass, also angefeuchtet, sage ich mal. Und dann gebe ich Kokosöl vor allem vom Ohr bis in die Spitzen, aber ich massiere das während der MeTime. Sagen wir mal, das ist ein Tag, an dem ich nicht sofort dann raus muss oder ich kann mir zumindest danach noch die Haare waschen. Massiere ich das auch sehr gerne in die Kopfhaut ein und das beruhigt einfach total und ist auch einfach mal gut für die Haare. Und danach mache ich genau das hier. Ich habe es nämlich jetzt mal gelassen. Das ist kein perfekter Zopf, aber das ist meine, ich gucke mir hier in den Spiegel und mache mir eine, was auch immer, Frisur. Einfach, damit ich mich wohlfühle und damit es aus dem Gesicht ist. Auf dem Gesicht habe ich dann ein Gesichtsöl. Und zwar mache ich ganz gerne Gesichtsmassagen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu irgendwie mal ein Video wollt oder so, aber ich gönne mir das einfach, dass ich komplett eigentlich den ganzen Körper im Prinzip massiere und auch Partien, die ich oft benutze, Hände, Füße, dass die auch mal richtig durchgeknetet werden und ja, das tut mir einfach sehr, sehr gut und da benutze ich halt verschiedene Gesichtsöle, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Das ist von Caudalie das Polyphenol Overnight Detox Oil. Auf meine Lippen kommt dann eine reichhaltige Lippenpflege. Auf meinem Nachttisch steht jetzt gerade im Rêve de Miel von Nuxe, das ist so eine ja, nach Zitrone riechende Creme. Ich glaube, da ist vor allem Bienenwachs drin. Also es legt sich so auf die Lippen drauf, schützt sie gut. Und dann meinen ganzen Körper nutze ich einfach irgendeine Körpercreme. Ich hatte jetzt auch eine aus Paris, die ich mitgebracht hatte, die ich jetzt benutze. Die benutze ich im Moment auch sehr gerne. Das ist von Coris, die Jasmin Body Butter, die mir natürlich sehr gut gefällt. Ich muss sagen, ich habe ja von Coris die Lippen, also diese Lip Butter in Jasmin und die riecht halt so nach Zuckerwatte. Und ich dachte, diese Body Butter riecht auch danach, riecht sie aber nicht. Die riecht nach richtig Jasmin, also der nach Jasminblüte. Was ist dein aktueller Lieblingsnagellack? Ihr wisst ja, ich liebe Essie und ich muss auch sagen, da bleibe ich eigentlich dabei. Ich habe mir aber letztens einen Maybelline Nagellack gekauft, einfach mal, um die auszuprobieren. Das ist einer aus dieser Superstay-Reihe und es ist die Farbe 501 Cherry Sin.
Die sollen jetzt 7 Tage halten. Machen sie bei mir nicht. Andere sagen, die halten irgendwie 2 Wochen. Aber ich finde die Farbe einfach sehr, sehr schön. Ich habe es jetzt auch eben gerade drauf. Und das ist jetzt, glaube ich, schon seit, sagen wir mal, 5 Tagen. Und das fängt so langsam an, so na, ein bisschen einfach zu bröckeln. Also so morgen oder so sollte ich sie neu lackieren. Aber ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Es ist so ein Weinrot. Und für das Geld hält der Nagellack auch echt gut, deckt auch schön und ich finde auch den Pinsel gut. Der ist nämlich, falls ich euch das zeigen kann, ziemlich kurz und breit. Das heißt, man kann damit einfach super schnell Nagellack auftragen. Und der Nagellack trocknet auch relativ schnell. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, das erste Mal nach langer Zeit, dass ich nicht irgendwelche Kratzer oder so drauf habe, weil ich geschlafen habe und irgendwie mich auf den Nagellack oder auf meine Hand draufgelegt habe oder so. Also komplett alles glatt. Der trocknet wirklich sehr, sehr schnell. Was isst, trinkst du während der Me-Time? Also, ich esse gerne Schokolade. Ich mag Gummibärchen nicht so gerne. Jetzt gerade in der Winterzeit. Am allerliebsten meine Natura Schoko Winteräpfel. Die sind einfach nicht zu überbieten. Ich mag aber auch sehr gerne Honigwaffeln, die sind jetzt hier von Naturkind, aber Honigwaffeln. Aber ich esse auch sehr gerne herzhaft. Ich schmier mir voll gerne auch so eine Schnitte mit Käse und Gurke oder so. Oder irgendwie so ein Holzkohlehähnchen mit Zitrone drauf und Knoblauchdip oder so. Das könnte ich jetzt auch sehr gut haben. Jetzt habe ich Hunger. Und trinken ist nicht wirklich relevant, weil das ist nichts Besonderes. Wahrscheinlich Wasser und Chai, also schwarzen Tee mit Milch und ein bisschen Honig. Was ist deine aktuelle Lieblingskerze? Ich glaube, zusammenfassend mag ich die IKEA-Kerzen am liebsten. Und zwar die Vanille-Kerzen. Es soll davon wohl auch 3-Docht-Kerzen geben, habe ich persönlich noch nicht gesehen. Aber ich liebe die, weil, weiß ich nicht, ich finde einfach, die sieht so clean aus und sie riecht gut und sie ist nicht zu teuer. Während alles andere, was irgendwie teurer ist, mich gerade nicht überzeugt. Und preis-leistungsmäßig gehe ich dann immer wieder auf diese IKEA-Kerze zurück. Hast du jemals außerhalb Me-Time? Also ich glaube, da müssen wir differenzieren zwischen Frühling, Sommer und Herbst, Winter. Also Herbst, Winter definitiv keine Me-Time draußen. Im Sommer auf jeden Fall, da möchte ich eigentlich Me-Time nur draußen machen, indem ich mich auf irgendeine Wiese an irgendeinen See lege und einfach nichts mache oder irgendwie was lese, Musik höre oder schwimmen gehe oder was auch immer. Einfach nur mich entspanne draußen in der Sonne. Aber im Herbst, Winter, da gibt es eigentlich nur mein Bett und mein Laptop oder mein Fernseher und meine Produkte um mich drum herum. Und dann genieße ich es total, in einem Umfeld zu sein, wo ich mich einfach wohlfühle und ja, mich einkuscheln kann. Und da ist nichts mit rausgehen. Würdest du jemals allein ins Kino gehen? Ich glaube nicht. Ich bin einfach gerne in Gesellschaft und gerade wenn es um sowas geht, möchte man das irgendwie auch teilen. Vor allem, weil wenn man etwas sieht visuell, dann hat man ja auch irgendwie Emotionen und ja, irgendwie ist das einfach etwas, was man in der Gesellschaft zelebriert. Zumal ich sowieso nicht so oft ins Kino gehe und es mittlerweile so teuer ist, dass das eher so ein sowas Spezielles ist, was man sich mal gönnt. Und dann möchte ich es irgendwie auch mit meinen Liebsten teilen. Liebster Online-Shop. Also was Fashion angeht, glaube ich einfach ASOS und Zalando, eventuell Zara und COS. Ich glaube, was Beauty angeht, Douglas, Sephora und Feel Unique. Sonst noch was? Was machst du sonst noch so während der Me-Time? Also was ich auf jeden Fall mache, ist singen. Weil wenn ich Zeit habe, dann gehe ich so meine Lieblingsmusik durch, auch so Klassiker und so weiter. Also nicht klassische Musik, sondern Klassiker meiner liebsten Musikgenres und singe. Sehr laut, sehr lange, sehr viel. Ja, und das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr gerne mache, wenn ich so für mich bin. Und das war's zum Me-Time-Tag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich tagge auf jeden Fall Yamina, weil ich weiß, du benötigst auf jeden Fall meine Me-Time, auch wenn du Tags nicht so gerne machst. Aber ich finde den sehr schön und der kommt von Essie Button. Und dann tagge ich meine liebste Andrea von Andrea Morgenstern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!